Dum, dum, dum. So. Ja, jetzt muss ich das Ding wieder abbauen. Okay, das heißt, wir machen den Reaktor jetzt derweil wieder zu. Das wäre jetzt dann lustig, weil die ganzen Blöcke reinfallen, aber das ist mir eigentlich egal. Oh, jetzt haben wir dann immer Schnee auf dem Reaktor. Ah, ich habe gar kein Light Blue mehr drin. Keine Blue mehr. Ich fülle mal Blue nach. Ach, Semi ist nämlich aus. Ja, ach nee. Ich wollte auch gerade ran, das ist immer so. Ja, irgendwann, ich glaube, ich werde jetzt dann mal so, gerade für so Momente, die große Energy Cell bauen. Dass wir können, so eine Art Notstromsystem haben, dass wir mit einem Schalter oder was anschalten können. Ja, das ist schrecklich. Kommt auf meine Liste. Okay. Ja, die finde ich schwer zu craften, so also eine Energy Cell, oder? Ja, die letzte schon so ein bisschen. Große, okay. So, Dann befüllen wir die hier alle. Machen wir erstmal alle außen rum und dann gehen wir alle innen rum durch. Dann vergesse ich auch keine. Das ab und zu als Fledermaus hast du es echt nicht leicht. Wieso? Ja, wenn du irgendwo was draufsetzen willst, wo du Shift benutzen musst. Wenn der Server ein bisschen laggy ist und du willst was mit Wasser machen und Fledermaus, dann sitzt er jetzt immer in der falschen Position. Das hab ich schon gemerkt. So. Könnt ihr hier bitte mehr ein bisschen mehr Snowball-Eiszeug spawnen? Eigentlich könnten die auch innen sein und nicht außen, ne? Ja, ist egal. Ich müsste gleich nur noch die vier Innenseiten machen, dann habe ich alle zusammengepackt. Ich habe gerade unsere Dachmannerproduktion verdoppelt ich gerade. Okay. Das heißt, wir kriegen auch oben doppelt so viele Ärzte dann jetzt, ne? Sein ME-System verkraftet das. Aber wahrscheinlich verschwindet ja sowieso gerade alles im Nirvana, weil das ME-System nicht geht. Doch, ist an. Okay. Das muss ich nur noch. Ich habe nicht mehr genug Pflanzen, sehe ich schon. Muss ich wieder neue herstellen. Mir fehlt genau eine Pflanze, glaube ich. Genau, ich brauche noch 12 und habe noch 11. Das ist ja geil. So, jetzt gucken wir mal, ob die mit der Ward auch alle gesetzt sind. Ja, läuft. So, jetzt gehen wir mal runter. Wir brauchen noch ein paar Spreader, auf jeden Fall. Mana Pools brauchen wir auch noch, da brauchen wir Living Rock für. So, dann holen wir uns den nächsten Schnee von da oben. Ach, das habe ich ja noch gar nicht. Habe ich hier schon automatisiert, dass wir automatisch Living Rock kriegen? Weißt du das? Habe ich das hier automatisiert? Keine Ahnung. Nee, habe ich hier nicht, ne? Das habe ich in der WG gemacht. In der WG? Ja. Weißt du nicht im Stream? Nein. Der WG. Ich brauche Mana Pools. Schon wieder? 4 Stück eigentlich. Ich kann mir 2 herstellen. Ach, ja. Immer diese Crafting-Sache. Wir brauchen also Stone. 40, ich brauche Minimum 50, 60.000, wenn ich jetzt nicht mal ein Viertel habe. Achso, ich sollte mir vielleicht zuerst ein bisschen Schnee holen. Wenn ich da irgendeine Öfen bemühe oder irgendwo Kampfbeton reinpacke, dann packt er das aus dem E-System, oder? Wenn das gebrannt ist. Ja. Yep. Hast du dafür einen freien irgendwo, oder? Ja, das Problem ist halt, ja, was heißt, du kannst doch die nehmen, die Erze hier verarbeiten. Ja, aber wenn die Erze drin haben. Im Moment dürfte an Erz nichts ankommen, denn ich habe ja. Also die eine Quarry ist ja fertig und die andere habe ich abgestellt derweil. Gut.
So, dann müssen wir jetzt Stone holen. Ich brauche aber auch noch ein paar Spreader. Das heißt, für Spreader brauche ich Gold. Das ist kein Problem. Und ich brauche vor allen Dingen Living Rock. Wo ist denn meine Axt? Die ist natürlich im Golden Bag of Holding drin. Ach, ich habe noch 8 Pfannen. Guck mal hier. Im Golden Bag of Holding war noch welche. Da kann ich ja eben da oben hinsetzen. Eben die eine, die noch fehlt. Dann vergesse ich das nicht. So, wo fehlt sie denn? An welcher Stelle? Da. Danke. So, den Crack sehe ich aber auch noch Living Rock, ne? Hab ich auch gesehen. Nee, Endstone ist das. Endstone. Da hinten müssen wir hin. Oh, meine Axt, meine Hatchet brauche ich. Nee, die Lumber Axe brauche ich. Danke. Die Lumber Axe? Die Lumber Axe. Ach, nicht, dass hier nur Rune auf R drin ist. Ja, natürlich ist hier nur Rune auf R drin. Na, ist egal. Jetzt habe ich wieder welche. Mehr ist Augen auf beim Eierkauf. Eier kaufen. Ja, warum nicht? Wenn du zu wenig Eier hast, dann kaufst du welche. So, das sind jetzt Lumber Axe schon wieder nicht richtig. Ich hasse das, wenn ich dann alle eins abbauen muss. Machen wir vorsichtshalber noch ein bisschen mehr. Wie geht denn das Lumber Axe nicht? Mal geht's ja mal nicht. Mal geht's ja mal nicht. Ja, das ist irgendwie gut. Mal kann ich damit mehrere Blöcke einmal bauen, mal nicht. Mal muss ich alle eins abbauen. Frag mich nicht, warum, woran das liegt. So, 16 Stück ist aber überhaupt noch nicht ausreichend irgendwie. Dann brauche ich jetzt wieder Holz. Mehr Schnee, bitte. Ich will jetzt Bäume, brauche Holz. Na, ich bin immer noch in meinem Liquid-Zeug am Herstellen. Ganz schön mühselig. Obwohl, du müsstest diese ganze Blitzkrätze sammeln müssen. Ja, du brauchst natürlich auch irgendwelchen Riesenreaktor, das soll ja auch nicht schnell gehen. Ja, man will ja auch noch was zu spielen haben. Eigentlich. Ja, aber trotzdem, weißt du, eigentlich hat mir, glaube ich, mal jemand geschrieben in die Kommentare, dass es mittlerweile einfacher herzustellen ist. Hier kommt es aber so vor, als wäre es schwerer. Na, genauso wie vorher. Okay. Diese Blitzrods sind halt nochmal eklig. Wie lange haben wir sie damals in Vizebeast Monster gesucht? Ach, ewig. Ich könnte noch ein paar Daybrooms herstellen, glaube ich. Nicht Daybro, Pure Daisy. Ich glaube, das sind Pure Daisy. Brauche ich weiße? Warte mal. Pure Daisy. Pure White Petal. Und das nehmen wir eben in unser System auf. Das ist ja easy. Dann brauchen wir zurück. Dann machen wir neues. Machen wir hier das Ding. So, einmal mitnehmen. Dann nennen wir das pure Daisy. Pure Daisy. So, Content. Wir brauchen einen Trigger. So, und bevor ich den jetzt aufmache, da will ich mir gleich mal ein paar Reactor Casings mitnehmen. Condition. Weil die fallen 100% alle runter. Input. Und Output. Dann stellen wir mal eben ein. Gesundheit! Ja, danke. So, bitte! Target down. Evade. Requires. Petal. White. Anzahl. 4. Zack. Und dann noch eine Barley. Ich hab schnell Barley eingetippt. Weiß nicht, ob ich das Ding das realisiert habe, aber das eingetippt habe, dauert ewig. Barley Seeds. Ein. So, danke, das reicht mir schon. Output ist das Rapid-Ding. Target down. Ne, Quatsch, West habe ich gesagt, ne? Brauche ich hier. West activate. So, ich hoffe jetzt mal, dass das reicht an dem Liquid-Zeug. Hätte White brauchen wir. White, Special Amount. Hier. Und Barley. Das Zeug tut weh. Barley. Ich hab schon eingegeben wieder, mal gucken, wie lange es dauert. Wenn jemand nicht magst, dann kriegst du trotz Rüstung gut Schaden. Was denn? Wobei? Ja, von dem blauen Zeug, was ich hier herstelle. Ich glaube, da erfriert man drin oder so. Keine Ahnung. Okay. Irgendwas hab ich beim Input falsch gemacht. Down, activate. Items. Hab ich gerade beim Output. Ich hab's beim Output eingestellt, was ich eigentlich beim Input einstellen müsste. Toll, ich bin so dumm, ey. So.
Entschuldigung, Output. Target ist natürlich. Kann ich da das Ding jetzt dann nochmal wieder anstellen und dann wieder abbauen oder so? Keine Ahnung. Weil es nicht reicht. Aber desto mehr Flüssigkeit da drin ist, desto mehr Schnee spawnt da oben auch. Das ist so super. Naja. Na, wir haben quasi jetzt dann immer eine Eisschicht oder eine Schneeschicht oben auf dem Reaktor. Das muss auch mal sein, du. So, dann einmal Mount. Hier noch durch. Oh Gott. Eins, okay. Im Fliegen abbauen ist halt sowas. Inventory ist Kiste. Habe ich hier auch Special Mod hier eingestellt? Ja. Okay, passt. So. Jetzt brauche ich White Ding. Geh mal ins. Ne, gehst du ins Bett? Ne, geh ich ins Bett? Geh keiner ins Bett. Geh mal ins Bett. Wer, du oder ich? Du. Ach, im E-System geht schon wieder nicht. Ach, das funktioniert hier eigentlich nichts. Möchte ich eigentlich wissen, wo jetzt meine Steine landen, wenn das ME-System gar nicht geht? Nirgends, nicht, weil die Öfen auch nicht gehen. So, ja, stimmt auch wieder. Wenn du immer das ME-System abstellst, das ist schrecklich, ich brauch das. Es ist voll schrecklich. Wann läuft das ME-System wieder? Boah. Bald. Ja, wie bald? Ich muss da jetzt dran. Wirst du dich schon noch kurz gedulden müssen. Was machst du denn da schon wieder, dass es schon wieder aus ist? Ja. Was wohl? Kühlung. Ich kühle es. Achso, es dauert mal was, oder wie? Ich muss. Das ist nicht so, dass ich jetzt an jede Ecke einfach so einen Wasserblock hinsetze, ne? Also wie wenn ich Wasser setzen würde. Das geht mit Wasser auch nicht. Wasser musst du auch überall hin machen. Ja schon, aber es bleibt wenigstens an der Stelle hängen. An dem Block, wo ich es hinsetze. Machst du es als Fledermaus? Ja. Willst du mal nicht als Fledermaus machen? Vielleicht geht es dann auch. Meinst du? Ja. Das ist ein bisschen verpackt, glaube ich. Mit Fledermaus und Flüssigkeit nee, nicht. Läuft trotzdem nee. Runter. Okay. Ein Gummibaum genommen statt normal Oak, na egal. Ich wollte jetzt Pure Daisies craften, kann ich aber nicht, weil irgendwie kein Strom da ist. So, also ich auch gar nicht an die weißen Dinger rankomme. So, okay, dann muss ich wieder in die Fledermaus, weil das Problem ist. Das reicht wieder nicht, ich sehe es schon kommen. Ach komm, Zombie, bist du hier ankommst, bin ich schon dreimal weggeflogen. Ich könnte eigentlich noch ein paar Nightshades bauen. Anstatt Daybloom's. Weil dann kann ich die auch ohne Tageslicht irgendwie machen. Ah ne, ich glaube, die wachsen wirklich nur nachts. Dann nützt es nicht, dass sie kein Licht haben, sondern die müssen wirklich den Mond haben. Also die müssen trotzdem frei stehen. Ja, ich glaube, so ist das. Wird er wahrscheinlich nicht erkennen, weil das Holz falsch rumsteht. Ich kenne das ja schon. Bin ja schon gewohnt. So, Moment. Hier muss hier noch einer hin? Ja. Irgendwo fehlt hier noch ein Eimer. Irgendwo Platz, um Pure Daisies hinzustellen? Eigentlich nicht, ne? Sind ja gar nicht viele Eimer, die ich brauche, ne? Nö. Könnt ihr schon hinstellen? Warum eins? Da Erde hinmache. Und da, das müsste eigentlich klappen. Kann ich jetzt zwei Pure Daisies jetzt hinstellen? Das müsste eigentlich gehen. Ich mal schnell was brauche, genau. Dann brauchen wir Erde. ME-System? Geht wieder oder? Nö. Ist jetzt gerade noch meine letzten 10 Eimer an Liquid-Zeug. Ich glaube, da bin ich noch Pflanzen hier draußen. Die habe ich noch gar nicht alle reingeschifft, oder? Die sind noch alle hier draußen noch. Hier zur Not noch ganz viele Kisten mit weißen Pflanzen, oder? Ah ja, wunderbar. Wunderbar. Sieht mir wegen ein paar Eimern nicht aus, ne?